Nächste Partie Hannover gegen Augsburg. Ich muss natürlich mit Augsburg gewinnen, damit Mucke nicht einen Matchball hat, weil wenn er das gewinnt, hat er danach tatsächlich einen Matchball. Schwierige Aufgabe. In der Tabelle beide Mannschaften dicht beisammen. Hannover auf der 5 mit 40 Punkten, Augsburg auf der 8 mit 36 Punkten. Auch hier wieder so ein spannendes Duell. Kommt Augsburg nochmal ran oder setzt sich Hannover ab und visiert vielleicht nochmal die Top 5, also 4, 3, 2, 1 richtig an. Mal abwarten. Hannover zuletzt mit einem Unentschieden, davor eine Niederlage. Und ja, bei Augsburg ist der letzte Sieg sogar noch länger her. Am 21. Bundesligaspieltag war das 5:4 gegen Frankfurt. Bei Hannover eben am 23. Spieltag 3 Tore hat man kassiert, 7 erzielt. Das hat zu einem klaren Sieg gereicht gegen Köln. Die Software sagt, Mucke setzt sich mit 2:1 durch. Das war auch das Ergebnis des Hinspiels. Und ich bin gespannt, was ihr tippt. Vielleicht traut ihr es mir ja zu. Ansonsten sieht es wirklich schlecht aus und würde Mucke nach 9 sieglosen Spieltagen mal wieder einen Spieltag für sich entscheiden können. Das ist genauso richtungsweisend, wohin der Spieltag geht, ne? Ob es nochmal eng wird oder ob ich jetzt endgültig davon ziehe. Ja. Es sind immer noch 6 Tore, 6 Punkte. Das heißt, ich habe Rückstand in der globalen Statistik 6 Punkte, aber 9 Tore mehr. Ja, ich muss an meiner Chancenverwertung ansetzen. Nein, kannst du lassen. Die ist momentan wirklich schlecht. Und am Zweikampfverhalten. Das ist auch unterirdisch, was ich da aktuell liefer. Welche Bälle noch hergeschenkt werden. Ungefähr so. Das war ein Paradebeispiel. Ja. Oh! Gekämpft! Ja! Also einmal gezeigt, wie es nicht geht und dann gezeigt, wie es richtig aussieht. Ja, und der erste Schuss ist drin. Ja, die Mitte hat hier aber aufgemacht. Ja. Spiel Sané. Es ist Spiel Nummer 5 und ich führe zum vierten Mal. Damit Hannover hat eine Riesenklatsche gekriegt, die ich zuletzt Hannover hatte. Ja. Da gehe ich 8-0 baden. Aber jetzt, wie gesagt, von 5 Spielen 4-mal geführt und nicht einmal gewonnen. Das sagt ja auch einiges über meine aktuelle Form. Und da war schon mal viel Gefahr und nach einer Ecke. Sané, oh. Da ist er drunter. Ich dachte, ah, nee, der Bremen bei Bremen, der Sané, der ist weg. Wieder Sané und da ist es! Da ist es! Da ist das nächste Eckballtor! Sané! Mal wieder keine Führung gehalten. Sané! Oh. Da sah jetzt auch der Keeper nicht gut aus. Ja, wir gucken uns das nochmal an. Eigentlich würde ich die Ecke gar nicht so haben. Der wurde vom eigenen Mann umgehauen, der Keeper. Ärgerlich. Ja, Mucke konnte schon wieder schnell antworten. Das ja, passt. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ah, gerade. Weiter. Und wieder die Mitte aufgemacht. Das kann nicht sein. Ah, zu doll. Die machen mir zu oft die Mitte auf. Oh, hoppala. Okay, was war das? Ah, Ecke, oder? Nicht? Nein. Dann war es einfach schwach.
Kaiubi. Hat den Abpass, den Passpunkt verpennt. Ja. Oh, da, oh. Sollte der eigentlich nicht hin. Ja, hat man davon. Schön gemacht. Oh, das hat Fiburgason super gemacht. Super gehalten. Ja, das ist jetzt natürlich Schwachsinn. Wieder eine hundertprozentige, die ich nicht nutze. Das ist wirklich der Knackpunkt an diesem Wochenende. Traumparade. Gut gehalten, richtig gut, aber da, also der Pass und alles, das darf natürlich nicht sein. Och, da wollte ich mich gerade schon ärgern, aber super Parade. Ja, oh, sehr Gott. Schön, jetzt. Ja, habe ich mir die Ecke ausgesucht. Ich konnte nichts machen. Scheiße, 2-1 Augsburg. Ja, das war wieder dieser typische Eckenkonter, ne? Ja. Da kannst du nichts machen. Nee. Oh, was ist denn jetzt mit euch Pässen los? Ja, Klaus. Dem ist Verlass. Ich halt die Klappe. Meint ihr das? Ja. Ich hab nicht auf den Namen geachtet. Das war wieder Klaus. Kommt keiner entgegen. Oh, Klaus, so schön und dann wieder verkackt. Okay, keiner kommt entgegen. Ist das kacke. Hä? Oh, abseits? Das war also das war außerdem eine ganz neue Spielsituation. Nee. Abseits, weißt du? 10 Minuten später, ach ja, ich glaube, das vor 10 Minuten war auch mal abseits. Das kann er nicht pfeifen. Oh, Bibu! Ja, jetzt musst du aber zusehen, dass er nach hinten kommt. Bakalorz, prima, aber... Es dauert hier so lange. Mann. Klasse dazwischen, aber es bringt immer noch nichts. So, jetzt ist der Ball bei uns. Oh. Ey, der kam wieder vor der Linie auf, ja? Also ja. Auch nicht schlecht. Oh. Hätte ich nicht gedacht, dass Kaiubi den Ball noch behält. Komm. Doch nicht dahin! Oh, unten stand er ganz frei. Eieieiei. Und trotzdem haben wir die nicht. Hast du das gesehen? Die sind alle stehen geblieben. Das ist das, was mich momentan ärgert. Ah, Kaiubi, das hättest du so locker machen können. Aufpassen. Oh! Wo ist der? Gut. Weiter. Tempo. Kaiubi mitlaufen. Oh, scheiße. Oh Gott. Einfach richtig schlecht. Ja, da wird dem Herrn Zenker schlecht. Ja.
Sowas kann nicht sein. Sowas darf nicht sein. Schöner Einsatz. Da bleibt der stehen. Er hätte einfach weiterlaufen müssen. Ja. Einfach weiterlaufen. Der wäre durch gewesen. Ja. Der hätte erst frei vorm Tor gehabt. Da war mehr drin. Ja. Da war auch mehr drin. Ja, da war auch mehr drin. Aber schön gespielt von Augsburg. Das hat mir mal gefallen. Meine Passstaffette hier durchgezogen. Und wieder macht er die Mitte auf. Gott, ey, dass ich die Bälle nicht mehr reinbekomme. Meine Fresse, ist das schlecht. Oh, die schöne Piorette hier. Nicht wahr sein. Meine Schüsse, ey, wie ich die verhau. Es reicht. Boah, vor einer Woche, ey, ich habe die alle reingemacht. Die hätte ich jetzt schon 4 Tore gemacht. Mindestens 5. Die besten habe ich auf der Bank gelassen. Bin die mal sind gespannt. Jetzt hier. Neu in der Partie, Harnik und Jonathan. Oh ja, die sind gut. Die zwei stärksten bei Hannover hier. Zumindest bei FIFA. Was ist denn? Oh, du kannst doch nicht abpfeifen, während Kajubi noch hier mit den Köpfen will. Ja, das ist Scheißleben, ne? Das ist total beknackt. Kannst du nicht bringen. Oh Gott. Oh, gute Hacke. Weiter. Kajubi, das war Mist. Klaus, abseits. Abseits. Nein. Nein. Hätte ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich habe da auch nicht drauf geachtet. Für mich hatte mich schon wieder geärgert, dass erneut so ein Abpraller dann nicht bei uns landet. Das war sehr schön. Bisschen lang. Oh. Ja. Das zählt auch. Das kommt. Also so wuchtig, wie der da reingefallen ist. Alter, ist er da reingeflogen, ey. Der Ostrolek will gar nicht mal loslaufen. Das war gut. Ja! Das war gut. Das erste Mal 3 Tore jetzt. Für mich. Und jetzt 2 Tore Führung. Du hattest schon mit Bayern 3 Tore, ja? Stimmt. Ende 2 Tore Führung. Die hattest du noch nicht. Nee. Wird das dein erster Sieg? Das ist noch so lang. Zu spielen ja. Hier. Über eine halbe Stunde noch. Ewigkeiten. Vor allem, wenn der Gegner Mucke heißt. Ja, und momentan so gut drauf ist. Oi, 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 oi. Musstest du mir Kompliment machen hier?
Mucke ist gut drauf. Mucke ist gut drauf. Mucke ist gut drauf. Nein. Aber du spielst ja wirklich sehr gut. Ja, zurzeit habe ich meine alte Stärke wieder. Ja. Oh, ein Abpraller, der bei mir landet. Was ist jetzt los? Scheiße, das war schade. Das war richtig schade. Oh, Kajubi. Leute. Oh, gut gehalten. Aber das kann nicht sein, dass der da hinten so frei... Oh, nicht eine Ecke. Oh, nein. Dass der da so frei steht. Ja, hau weg, die Pille. Will ich hier nicht mehr sehen, ey. Auf. Richtig. Oh, Gott. Aber da sollte der Ball ehrlich gesagt auch gar nicht hin. Ja, da. Oh. Puh. Spiel. Boah, gut, der Einsatz. Och, Sané. Schlechter Pass. Ja. Ja, sehr gut. Oh! Ja! Das tut gut. So, 4-1. Okay. Oh, Kajubi. Laufen sie alle vorbei. Laufen sie alle vorbei. Ja, Gott sei Dank. Oh, Scheißleben. Ja, ich hab's gesehen. Weiter. Oh, weißt du, Ostrolek, der liegt am Boden, ist schneller als meiner, der sich einfach nur drehen muss. Das liebe ich ja bei FIFA. Das ist so dämlich gelöst. Ich hoffe, das kommt bei FIFA 19 wieder weg. Dass die Drehungen nicht so Ewigkeiten dauern. Gut. Scheiße. Der sollte eigentlich ein bisschen anders kommen. Sieht nicht gut aus für Hannover. Nee. Oh, Kajubi! Oh, ich habe mir extra gedacht, komm, ich lasse mir mal Zeit, dass ich das ganz in Ruhe ausspiele und Kajubi. Schade, war ansonsten eigentlich echt schön. Oh, davor. Latte. Latte! Scheiße! Weißt du, wer das war? Nee. Kein Schimmer. Aber es war die 77. Minute. Ja. Weißt du, ich dachte, der Mittelfeldspieler kommt noch ein bisschen entgegen, dass ich da warten kann. Hat er nicht. Schöner Einsatz. Schade. Und dann darf der nicht so kurz sein. Nee. Oh, Jungs, ey. Habe ich schon mal gesagt, ich liebe Sané? Ja, der ist gut. Hat auch ein Tor gemacht. Gute Partie wieder. Hast du gut dazwischen geschaut? Oben war alles frei. Ja. Ah! Kajubi! Zu ungenau der Pass. Ja, das musste ich jetzt machen. Oh, der steht noch und kämpft. Oh, und der war super.
Oh, oh, klasse gehalten. Latte. Ja. Abseits. Nee, doch. Ja, weil du ihn so weggeschossen hast, gibt's keinen Abseits, aber der stand im Ab. Oh, du Scheiße. Klasse Parade. Ja. Boah, Kajubi. Ah, oh, Sané wieder. Oh Mann. Oh Geht Junge. Doch. Gott, ich bin so schwach im Abschluss. Mann, Mann, das ist echt faszinierend. Wie sich die Form so innerhalb von einer Woche ändern kann. Ne, da kommt kein Türchen mehr hinzu zur Kosmetik des Torverhältnisses. Oh, schön. Ja! Wichtig! Verkürzen wir auch von den Toren ein bisschen. Endlich ja. Noch. Jetzt hast du noch 3 Punkte Rückstand und 2 Tore. Ja. Gutes Match von Augsburg. Ja. Ich weiß nicht, ich bin mit Hannover zurzeit die Schießbude. Ich freue mich einfach, dass jetzt mal ein bisschen was geklappt hat. Ja, die haben so oft die verschissene Mitte aufgemacht. Aber wie sehen wir es ja auch von den Werten her, war das ausgeglichen. Also diesmal hatte ich nicht mehr Möglichkeiten, aber habe sie dann genutzt. Mucke noch 2-mal mit der Latte, dann ein Eckballtor, noch ein Abseitstor. Mhm. Es ja, hätte gut. Auch 4-5 stehen können. Ja. Es war richtig, richtig spannend und an diesem Wochenende bleibt es natürlich spannend. Mock hat es gesagt, 3 Punkte, 2 Tore bin ich noch hinten. Das heißt, Matchball erstmal abgewehrt. Mhm. Aber ich muss nachlegen. Verpasst das dann nicht. Wir sehen uns bei der nächsten Partie. Tschüss. Tschüss.